Zehnersystem und Stellenwerttafel. Ben und Emil stehen an der Tafel und haben die Aufgabe, die von der Lehrerin genannten Zahlen so zu einer vierstelligen Zahl zusammenzusetzen, dass die Zahl möglichst groß wird. Die erste Zahl ist die 3. Ben setzt sie mal an die dritte Stelle, während Emil auf größere Zahlen hofft und die 3 gleich ans Ende seiner Zahl stellt. Als zweites bekommen sie die 8 genannt. Ben schreibt sie direkt an die erste Stelle und hofft, dass keine 9 mehr kommt. Emil hält sich diese Möglichkeit offen und schreibt die 8 an die zweite Stelle. Als nächstes ist die 2 in die Zahl einzubauen. Ben schreibt sie ganz ans Ende, Emil hat diese Möglichkeit nicht mehr und schreibt sie an die dritte Stelle. Die letztgenannte Zahl ist die 9. Ben fügt sie in die Lücke an der zweiten Position ein und Emil kann sie noch ganz nach vorne an die erste Stelle schreiben. Ben hat das kleine Spiel verloren, da seine Zahl kleiner ist und Emil freut sich über den Sieg. Aber warum sind denn die Zahlen unterschiedlich groß? Beide haben doch die identischen Ziffern genannt bekommen. Das liegt daran, dass der Wert einer Ziffer davon abhängt, an welcher Stelle die Ziffer steht. Die 2 steht nämlich hier an der 1er Stelle, die 3 an der 10er Stelle, die 9 an der 100er und die 8 an der 1000er Stelle. Und weil der Wert von der Stelle abhängt, nennt man dieses System auch Stellenwertsystem. So entspricht 8.932 eben gerade 8.000er plus 900er plus 3 Zehner plus 2 Einer. Es gibt übrigens verschiedene Stellenwertsysteme. Da wir Menschen aber 10 Finger haben, hat es sich angeboten, das Zehnersystem zu nutzen. Schauen wir uns dazu mal die Stellenwerttafel an. Da gibt es an der letzten Stelle die Einer, eine Stelle davor die Zehner, davor die Hunderter und dann geht es weiter mit 1000, 10.000, 100.000 und 1.000.000. Es geht natürlich auch danach noch weiter, aber wir verzichten darauf hier. In der Stellenwerttafel des Zehnersystems, auch Dezimalsystem genannt, erkennt man, dass jede Stelle einen zehnfach größeren Wert hat als die Stelle rechts daneben. Jetzt denkt man vielleicht, dass das nichts Besonderes ist, aber das Zehnersystem ist eine grandiose Erfindung. Abgesehen von möglichen Zehnerübergängen kann man hier zum Beispiel ganz einfach die Zahlen addieren, indem man sich einzeln um die Einer, Zehner, Hunderter und Tausender kümmert. Das ist schon ganz schön wow. Und damit du dieses große Wow auch nachvollziehen kannst, schauen wir uns an, wie es vor dem Dezimalsystem aussah. Da gab es die römischen Zahlen, bei denen verschiedene Zahlen durch Buchstaben symbolisiert wurden. Hier sieht man, dass man mit jedem Mal 10 nicht eine Stelle nach links hüpfte, sondern immer einen neuen Buchstaben brauchte. Mit diesen Buchstaben ließen sich die Zahlen von 1 bis 10 vielleicht noch überschaubar darstellen. Aber bei 3- oder 4-stelligen Zahlen wird es schon recht kompliziert. Und es gibt ja noch viel größere Zahlen. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie man eine einfache Addition, hier übrigens von 24 und 28, durchführen soll, dann merkt man schnell, dass man das überhaupt nicht strukturiert hinbekommt. Und daher ist es nicht nur ganz nett, dass wir das Zehnersystem haben, sondern es ist eine wahnsinnig wichtige Erfindung gewesen, ohne die viele Dinge heute gar nicht möglich wären. Wenn du noch auf der Suche nach weiteren Materialien wie Übungsaufgaben, Klassenarbeitstrainern und Lernblättern bist, dann schau doch auch einfach mal auf schlauistwau.de rein. Da gibt es auch weitere Erklärvideos. Die findest du aber auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.